Am ersten Adventssonntag treffen sich Kinder der Volksschule Seefeld im Astoria-Resort auf Einladung von Elisabeth Gürtler, Gastgeberin im 5-Sterne-Superior-Hotel. Ein dicker Kranz, zumeist aus Tannengrün und 4 Kerzen. So sieht der klassische Adventkranz aus, der in der Vorweihnachtszeit fast jede heimische Wohnung schmückt. Eine schöne Tradition. Aber woher stammt sie und seit wann gibt es sie? In einem Waisenhaus bei Hamburg hat das Weihnachtsfest eine große Rolle gespielt. Die Kinder haben in der Vorweihnachtszeit immer wieder gefragt, wann denn nun endlich Weihnachten sei. Daher hat ihnen der Theologe Johann Hinrich Wichern 1839 eine Art Weihnachtskalender gebastelt. An einem Wagenrad hat er für jeden Tag im Advent eine Kerze befestigt. Heutzutage werden am Adventkranz meist nur 4 Kerzen angebracht, für jeden Sonntag eine. Der Adventkranz hier in Seefeld beeindruckt besonders mit einem Durchmesser von 1,80 Meter. Laut Frau Gürtler kann man in der Adventszeit von den Kindern besonders viel lernen. Ich versuche, die Kindheit zurückzuholen. Also diese Ruhe und diese Besinnlichkeit. Als Kind hat man keine Hektik. Da genießt man einfach, dass jetzt das Christkind bald kommt. Und ich versuche, dieses völlig ohne Stress sich auf Weihnachten freuen, zumindest an 2 Tagen in der Woche, wieder hierher zu holen und auch meinen Gästen zu geben. Die Kinder der Volksschule Seefeld haben sichtlich Spaß am Schmücken des Kranzes und kennen sich auch sehr gut aus. Wir hatten Zapfen mit unten so Stechern dran, die konnten wir auch reinstechen. Und manchmal haben wir so goldene Zapfen bekommen, die mussten wir mit Heißklebepistole bekleben lassen und dann haben wir sie aufgeklebt. Wir haben den Adventkranz geschmückt hier im Astoria. Also mit Schurzen, mit goldenen Schurzen, mit Zimtstangen, mit getrockneten Äpfeln, getrockneten Limetten und getrockneten Orangen. Und dann haben wir noch am Ende solche kleinen goldenen Vögel gehabt. Und die haben wir dann auch noch 2 auf jede Seite gegeben. Also insgesamt haben wir dann 8 gehabt. Da das Verzieren des Kranzes ein voller Erfolg gewesen ist, soll es zur Tradition werden. Und so werden auch nächstes Jahr wieder Kinder zum Adventkranzschmücken ins Hotel eingeladen.